Wer profitiert von der Abschaffung der Emissionsabgabe? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zum Abstimmungskonkret über die Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgabe. Die Stempelabgaben sind die ältesten Steuern in der Schweiz. Aktuell gibt es 3 davon. Eine davon eben ist die Emissionsabgabe, die jetzt abgeschafft werden. Von dieser steuerlichen Entlastung verspricht sich der Bundesrat und das Parlament positive Impulse für die Volkswirtschaft. Gegen diese Gesetzesänderung hat das Komitee aus SP, Grünen und der Gewerkschaft das Referendum ergriffen. Darum entscheidet jetzt am 13. Februar die Schweizer Stimmbevölkerung. Ich freue mich jetzt auf die Diskussion mit meinen Gästen. Herzlich willkommen, Jacqueline Badran, Vizepräsidentin von der SP Schweiz und Zürcher Nationalrätin. Sie engagiert sich an vorderster Front gegen die Abschaffung und sagt, die Belastung von Arbeit und Konsum hat in den letzten Jahren laufend zugenommen und gleichzeitig haben wir das Kapital sukzessive entlastet. So können wir nicht weitermachen. Sie lehnt darum die Abschaffung ab. Und bei uns ist auch Judith Bellesch, Zürcher GLP-Nationalrätin und Präsidentin vom Start-up-Branchenverband Swico. Sie befürwortet die Abschaffung der Emissionsabgabe, weil es kann doch nicht sein, dass Unternehmen, die ihr Eigenkapital stärken wollen, gerade das erste Mal eine Zusatzsteuer zahlen müssen, bevor sie überhaupt einen Franken verdient haben. Grüezi miteinander. Frau Bellesch, ein Haufen Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich ob diesen milliardenschweren Finanzhilfen, die wir in den letzten 2,5 Jahren beschlossen haben, fragen, warum gerade jetzt die Emissionsabgabe abschaffen? Können wir uns das überhaupt leisten? Also das hat sicher auch mitgeschwungen im Entscheid, weil wir ja gesehen haben, dass die Wirtschaft in so einer Krise zu grossen Teilen ins Schwanken kommt, oder? Wirklich eine Vielzahl von Unternehmen sind eher schwach kapitalisiert, haben Fremdkapital oder gar nicht. Und man hat gesehen, nach 2-3 Monaten sind sie am Ende gesehen von ihrem Latein und haben Hilfen gebraucht. Zu Recht haben wir ihnen geholfen, das steht jetzt hier nicht zur Diskussion. Aber jetzt sind wir zu einem Zeitpunkt angelangt, wo die Unternehmen sich wieder fit machen, wieder rekapitalisieren, sich wieder gesund machen. Und man muss einfach sehen, dass das System, wie wir es jetzt haben, schon Fremdkapital bevorzugt gegenüber von Eigenkapital. Eigenkapital ist sehr wichtig, auch in Krisenzeiten und auch gerade dann, wenn man kurzfristig neue Schulden machen muss. Steuerausfall, man hat das gerechnet, von etwa 250 Millionen im Jahr. Ist das einfach so problemlos verkraftbar? Nein, das ist nicht problemlos verkraftbar. Insbesondere auch deshalb, weil das ja nicht allein vor sich einsteht. Wir haben im Herbst die Abschaffung der Industriezölle. Hat Toro eine Raison beschlossen, kostet 600 Millionen. Jetzt haben wir im Dezember die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf Fremdkapital, oder? Da geht es dann wieder um Fremdkapital, beschlossen. 600 bis 800 Millionen jährliche Ausfälle. Und, oder in der Summe, oder? Es ist immer eine Salamischeibe an den nächsten. Und jede für sich genommen, kann man sagen, ist nicht so dramatisch. Aber wenn man das zusammen anschaut, dann muss man einfach sagen, stopp. Und ich meine, der Ueli Maurer sagt ja auch, wir kommen nicht drum herum, die Mehrwertsteuer zu erheben. Also das refinanziert dann der normale Konsument. Ich möchte aber noch gerne etwas... Kann ich noch da einhängen? Also wenn ich Sie richtig verstehe, eigentlich, wenn es jetzt nur die Emissionsabgabe wäre, das ist nicht einmal das, was Sie stört. Sie stört, dass einfach quasi in einem regelmäßigen Tempo immer wieder nochmal und nochmal und nochmal etwas kommt. Ja, also wenn man die letzten 25 Jahre anschaut, oder, also eigentlich quasi nach dem Zusammenbruch vom Ostblock, oder, dann hat die Wirtschaftspolitik um 180 Grad irgendwie geändert. Und man hat angefangen, das Kapital zu entlasten. Ich erinnere, Unternehmenssteuerreform 1, Unternehmenssteuerreform 2, Unternehmenssteuerreform 3. Man hat 13 Mal die Stempelsteuer, unter anderem die Emissionsabgabe, abgebaut. Parallel dazu hat man die Mehrwertsteuer 3-mal aufgetan. Oder wir reden von Milliarden, die man eigentlich überwälzt hat auf die natürlichen Personen, also die, die von Lohn und Rente leben. Man hat 3-mal die Mehrwertsteuer aufgetan, von ursprünglich 6,5 bis auf 8. Jetzt haben wir es wieder korrigiert auf 7,7. Man hat zig Abgaben von der LSVA, von der Mineralölsteuer. Ich sage nichts gegen die Abgaben, das sind intelligente Abgaben. Aber die zahlt der normale Konsument, also Sie, Frau Bellesch und ich.
Und der Mechanismus, der ist völlig auch, dass Economy Suisse das natürlich toll findet und sagt, am Schluss muss eigentlich, und das schreiben sie schwarz auf weiß in einem Bericht zum Steuerstandort Schweiz vom Dezember 2020, vorwiegend sollen Einkommen und Konsum besteuert werden. Und auf dieser Piste sind wir. Und wir sagen, stopp, diese Piste ist nicht mehr gescheit. Aber dann schauen wir doch mal genau die 25 Jahre an, die du ansprichst, oder? Mit all diesen Impulsen, die man gegeben hat. Was war die Konsequenz davon? Wir haben viel mehr Unternehmen in der Schweiz, viel mehr, die Steuern zahlen. Vor 15 Jahren waren es noch 250'000, jetzt haben wir 400'000, die Steuern zahlen in der Schweiz. Und Unternehmen tragen jetzt auch den grösseren Teil an Steuertopf an, also ein Steuersubstrat, das der Bund einnimmt. Es ist jetzt über 50% gesehen. Und diese Abschaffung, also ich finde, die muss man auch wirklich sorgfältig anschauen. Ich bin auch nicht dafür, dass man jetzt sagt, jetzt alles abschaffen. Aber die muss man sorgfältig anschauen. Und in dem Fall geht es um produktives Kapital. Also es hat keinen Mitnahmeeffekt. Das ist Kapital, das dazu bestimmt ist, in ein Unternehmen zu fließen, um dort Investitionen zu machen, sei jetzt Arbeitsplätze zu schaffen, sei jetzt eine Expansion oder eine Anlage erneuern oder so. Und dort nimmt man, bevor man die Investition können machen, schon mal Geld ab. Und das ist natürlich impulsbremsend. Und wenn man jetzt die Verlagerung anschaut, also ich bin ja auch 8 Jahre lang im Kantonsrat gesehen und in der WAG. Also für Individualpersonen hat man also recht viel Entlastungen gemacht. Doch schnittweise, man hat die Kaltprogression ausgeglichen, man hat Abzüge erweitert für Familien, Kinderbetreuung, Weiterbildung etc. Also es ist schon nicht so einseitig, wie Sie es jetzt sagen. Jetzt muss ich ganz schnell zwei Sachen korrigieren. Also erstens mal, wenn du sagst, 50% vom Einnahmentopf, dann reden wir nur von den Einkommensteuern, wo die Unternehmen 50% zahlen. Und das ist, wenn wir wahnsinnig viel Zuwanderung gehabt haben und wahnsinnig viele Ansiedlungsunternehmen, Konzerne, die ihren Hauptsitz dahin verlagert haben. Und das hat mit der Unternehmenssteuerreform 1 zu tun. Nicht mit diesen Sachen nachher. Aber das ist wahr. Da sind mehr gekommen. Auch Firmen. Wir haben dann auch Zuwanderung entsprechend gehabt, was ja dann, und wir haben keine relevante Steigerung von der Wertschöpfung pro Kopf. Das ist ja dann auch nochmal eine Sache. Aber es ist, wenn man den Gesamtbundestopf anschaut, oder? Die Mehrwertsteuer ist ja der grosse Einnahmetopf. Dann nachher sind die Unternehmen leisten zum ganzen Topf ein Fünftel. So ist es ja dann einfach nicht. Aber das andere ist, was du sagst, produktives Kapital. Ich gebe dir recht, wenn es sich zum Beispiel um Start-up handelt, dann muss ich sagen, das ist produktives Kapital. Aber sagen, jetzt in der Krise, jetzt müssen sich die Unternehmen rekapitalisieren, das finde ich ja dann schon an den Gipfel. Weil, erstens, es zahlen 0,3% von allen Unternehmen, von allen 600'000 Unternehmen, die wir haben in der Schweiz, 0,3% zahlen überhaupt die Emissionsabgabe. Also sind warum? 2300 genau, plus sind 1700 pro Jahr, wenn man es periodenmässig abgeht. Aber es spielt keine Rolle. Es ist, ob es 0,3 oder 0,4% ist, ein Marginalia. Und dann muss ich schon sagen, gerade in einer Krise, nehmen wir ein Restaurant oder ein Fitnesscenter, das jetzt Probleme hat, oder? Wegen der Krise. Niemand gibt denen Eigenkapital. Niemand, weil du tust nie Eigenkapital geben, um die Vergangenheit zu bewältigen, sondern immer nur für die Zukunft. Und ein margenschwaches Restaurant oder ein Fitnesscenter, niemand gibt Eigenkapital. Selbst der Eigentümer, der bestehende Eigentümer oder Eigentümerin, nicht. Was würde ihr machen im Krisenfall, wenn sie ihres Privatvermögen würde aufnehmen? Antasten, dann würde sie immer ein Darlehen geben. Weil das ist eine einfache Sache. Niemand macht eine Kapitalerhöhung. Weil ich nachher die Aktie wie nicht mehr loswerde. Und eine Aktie ist immer nur so viel wert, wie ich einen Käufer habe. Anders sieht das aus bei den Börsenkotierten. Dort hast du einen liquiden Markt. Aber im KMU nicht. Das ist der Grund, warum sich eben KMU nicht über neues Eigenkapital finanziert, sondern indem sie eben Gewinn stehen lassen und Eigenkapital so bildet. Oder
oder über Unternehmen oder auch Aktionärsdarlehen, das ist die zweite Schiene, oder allenfalls ein Bankkredit. Darum zahlen die ja nur 0,3% von allen Unternehmen Emissionsabgaben. Aber sagen die doch immer, es betrifft nicht nur die Grossen. Aber Frau Bellesch, sagen Sie uns, eine Krisensteuer ist aber es betrifft nicht nur die Grossen, das ist ein Argument, das ihr sagt, also auch KMU. Und jetzt, wenn ich der Frau Badran zulasse, dann sind es genau KMU, die eigentlich nicht davon profitieren. Also was stimmt jetzt? Also wer sind denn die 2300? Also das geht ja gar nicht auf. Und zum Teil stimmt das. Ein gesundes KMU, das die ganze Zeit jedes Jahr Gewinn generiert und einen Teil auf die Seite. Gegen das ist gar nichts einzuwenden. Es ist auch nicht gegen die Zahl von 0,3% oder was auch immer, es ist einzuwenden. Aber es sind immer noch 2300 oder mit der Doppelzählung, also sagen wir rund 2000, tun wir runden, sind immerhin 2000 Unternehmen jedes Jahr betroffen. Und die 2000 sind doch immerhin genau die, die willens sind, ihre Kapitalbasis zu stärken. Und ich kenne sehr wohl Unternehmer, die eigenes Geld in ihr Unternehmen hineingesteckt haben. Ich kenne die schon. Nach der Krise hat es natürlich strukturschwache Unternehmungen, die margenschwach gesehen sind, das sind ja nicht die. Aber es gibt natürlich schon die, die ein Problem haben mit dem Fremdkapital. Und da muss ich schon sagen, wenn man eine starke Eigenkapitalbasis hat, hat man eine größere Absorptionsfähigkeit für zusätzliche Schulden. Das ist ein Fakt. Ja. Weil man kann ja in der Schweiz nicht beliebig Schulden aufhäufen. Entschuldigung, wie viel ich mache noch schnell fertig. Ja. Weil sonst kommt man in eine Überschuldung rein und muss die Bilanz deponieren. Also eine starke Eigenkapitalbasis hat aber sehr wohl in der Krise die Fähigkeit, zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen. Ich tue das null abstreiten, Judith, da hast du völlig recht. Nur, es gibt niemanden, wenn man ein Krisenunternehmen Eigenkapital punkt. Und ich bin selber Unternehmerin, ich weiss, wie das geht mit dem Eigenkapital. Da kann ich rauspupen. Selbst für die Zukunft, wenn ich will sagen, ich will jetzt eine tolle Covid-App entwickeln, bitte soll mir irgendjemand Eigenkapital geben, also irgendwie, ich täusche Aktienbeteiligung an meiner Gesellschaft gegen Geld. Es gibt mir niemand, weil das nicht wieder los wird. Ganz einfach. Und darum ist das, darum kommt ja einer an der Wurst 0,3. Und vielleicht jetzt einfach noch, wer ist das? Sagen Sie uns zuerst noch schnell, was heisst die Emissionsabgabe? Wie viel zahlen wir dann oder muss man dann zahlen aktuell? Man zahlt 1% einmalige Abgabe, wenn man mehr, also man hat einen Freibetrag von 1 Million. Und wenn ich mehr in 1 Million zahle, zahle ich auf das mehr von dieser Million 1%. Und wenn ich diese 1% schaue in den Gesamtkosten, zum Beispiel im Verhältnis zu meinen Lohnkosten, die ich noch sonst habe, für meine Raumkosten und die sonstigen Kosten, die ein Unternehmen hat, dann reden wir vom Kosten, einem Kostenfaktor im Promillebereich. Es ist nicht eine prohibitive Steuer. Aber Frau Bellesch, wir haben den Freibetrag von 1 Million jetzt gerade im Bereich des Start-up. Also das heisst, bis zur ersten Million fällt die Emissionsabgabe nicht ab. Also das heisst, ganzen Haufen Start-up können ja dann mal anfangen. Fangen ja nicht alle gerade mit Millionenbudget an. Also, erstmals zu den Prohibitiven. Da gebe ich dir recht. Es ist nicht prohibitiv. Aber es ist ein Prozent Geld, das dann einfach fehlt. Also auch privat, das tut halt einfach weh. Und jetzt zur, aber vielleicht Sie zum sagen, ich tue jetzt Ihre Frage beantworten. Ich tue jetzt Frage beantworten, was Sie mir gestellt haben. Sagen Sie jetzt, es steht und fällt nicht mit dem. Es ist wirklich schwierig, wenn ich jetzt nicht eine Frage nach der anderen aber jetzt, nur einfach, dass ich Sie richtig verstehe, was Sie vorher jetzt gerade gesagt haben. Es steht und fällt nicht mit dem. Haben Sie jetzt gerade sagen? Ich habe gesagt, sie ist nicht prohibitiv und hat der Frau Badran recht gegeben. Zur Funktions- und ich glaube, wenn ich mich da fertig ausführen, dann ist es auch besser verständlich, wenn ein Start-up funktioniert. Ein Start-up von ganz klein, ja. Oder? Das sind irgendwie ein paar Gründer, die tun Bootstrappen, sogenannt. Das heisst, sie tun sich ein bisschen Sparz rein, zahlen sich meistens keinen Lohn. Die ersten 6 oder die ersten 12 Monate tun noch ein paar die 3 Fs, wie man sagt. Friends, Family und Fools dürfen dann auch sich ein bisschen beteiligen. Und dann machen sie etwa 6 bis 12 Monate so weiter. Und dann müssen sie aber relativ schnell frisches Kapital haben. Und dann gibt es so ein bisschen wie Stufen, wenn man sagt, Stufe A, Stufe B und Stufe C. Und in der Stufe A ist man meistens irgendwo schon bei 1 bis 2 Millionen drin.
Da kommt man vielleicht durch ohne Emissionssteuer. Aber dann vergehen nochmal 12 bis 24 Monate. Das sind kritische Monate, wo man sieht, schafft es das Start-up oder nicht, kriegt es neue Investorinnen und Investoren. Und es geht dann schnell mal in die 10 Millionen Stufe B. Und dann kommt natürlich die Emissionsabgabe voll zum Tragen. Und auf 10 Millionen, das sind dann gleich immerhin 100'000 Franken. Jetzt kann man sagen, es ist nicht prohibitiv, aber das ist eine Vollzeitstelle oder das sind zwei Halbzeitstellen. Und das Kapital ist das, was ich sage, das ist dazu bestimmt, in das Unternehmen zu fließen, nur für das Unternehmen, zum Stellen schaffen, zum eine Technologie vorantreiben, zum international expandieren. Und das fehlt dann halt einfach in der Kasse. Aber gleich jetzt noch schnell, um hier nachhaken. Also, man sagt immer, die Schweiz, das Land der Start-ups. Wir haben die ETH nahe, wir haben die EPFL nahe. Also, wir haben ja Start-ups und Spin-offs, haben wir, nicht wenig. Also, das heisst, die überleben oder bringen das irgendwie zustande, bis anhin auch. Oder sagen Sie, es hätte noch viel mehr gegeben, wenn wir die Emissionsabgabe nicht gehabt hätten? Also, nochmal, im Ganzen, Strauß von Faktoren, die hinderlich sind. Bei den Start-ups ist das eins. Es ist vielleicht auch nicht das Allerwichtigste in der Schweiz. Man muss sagen, wir haben in der Schweiz auch andere Hürden, administrativ, vor allem auch was Personal, Lohnkosten betrifft. Und dann, also Jackie und ich kennen das sehr gut, Besteuerung von Mitarbeitern, Beteiligung, Vermögenssteuer etc., wo wirklich falsch aufgeleistet sind für Start-ups. Das ist natürlich schon so. Aber gerade in diesen grossen Serien, also die B- und C-Stufen, wo man viel Kapital braucht, da muss man sich ans Ausland wenden. Weil die Investoren, die sind nicht alle in der Schweiz. Da sucht man ausländische Investoren. Und die Investoren, die wollen Start-ups in ihrer Nähe haben. Fakt, oder? Und wir sind da im Wettbewerb nicht irgendwie zwischen, da kommt es nicht drauf an, Zürich oder Bern, da reden wir von Singapur und von London und von Berlin. Und die probieren, die Start-ups zu dislozieren. Und das passiert immer wieder. Also wir haben reelle Beispiele von Start-ups, die gesagt haben, ja, wir gehen jetzt halt auf Berlin oder auf London, wir sind alle agil und so, uns spielt es nicht eine Rolle. Und das ist Wertschöpfung, die abwandert. Ja, aber das gut. Hat einfach nichts. Hat sie auch nicht gesagt. Das ist alles nicht unwahr gewesen, aber es hat eigentlich nichts mit der Emissionsabgabe. Das ist, oder am Faktor, wenn du schaust, oder bei einer privaten Platzierung von Eigenkapital, da gebe ich schon mal, oder die Bank, die das begleitet, gebe ich schon mal 5% ab, oder? Plus noch die Anwälte, gebe ich noch mal 1% ab. Plus was für die Start-ups, das weisst du, wie ich, oder? Sie kommt raus mit Start-ups, ich komme raus mit Start-ups. Knebelverträge, die man hat, oder das ist das Problem aus der Perspektive Start-ups, jetzt aus der Perspektive Investoren, Kapitalgeber. Oder die haben natürlich, man muss dann schon das Gesamte anschauen, und in der Schweiz haben sie natürlich den Partyburner. Und das ist, man hat als einziges Land steuerfreie Kapitalgewinn. Also wenn ich ein Unternehmen, ich sage jetzt mal 1 Million, gebe und nachher das dann weiterverkaufe, zum Beispiel, oder an die Börse gehe und ich dann das für 2 Millionen kann dann weiterverkaufen oder eben an der Börse platzieren, die 1 Million Unterschied ist gut, bei uns steuerfrei. Im Ausland wird das als volles Einkommen besteuert. Und da kommt noch dazu, wir können dann noch, wenn man Acho bildet, kann man das seit der Unternehmenssteuerreform 2, kann man dann das Acho dann total steuerfrei ausschütten in Form von Dividenden. Das ist die März-Reform. Aber das hat jetzt mit der Emissionsabgabe. Doch, genau. Was? Weil sie sagt, oder, ein Investor schaut das Gesamtpäckchen an und dann ist natürlich das, wo eben die steuerfreie Kapitalgewinn und die steuerfreie Dividendenausschüttung 100-mal gewichtiger als die 1% Emissionsabgabe, wo wir ja schon von 3, von 2 auf 1 irgendwo gesenkt haben. Dann ist das einfach ein Marginalia. Jetzt wollte ich aber noch sagen, damit wir nicht die ganze Zeit von Start-ups reden. Wir lassen jetzt Start-ups. Da gebe ich recht und ich würde sogar Hand bieten, um zu sagen, für spezifische Start-ups schaffen wir das ab. Aber wenn ich schaue, wer dann geht, Eigenkapital holen, das sind 55 Unternehmen, die etwa die Hälfte von dem
oder, also von diesen 0,3% von allen Unternehmen ist dann die Hälfte davon, sind eher grosse und das sind in der Regel Immobiliengesellschaften, also irgendwie die meisten Börsengänge sind von, der grosse Teil kommt von Immobiliengesellschaften und kommt von Beteiligungsgesellschaften. Beteiligungsgesellschaften, das sind Gesellschaften, die horten Kapital und dann kaufen das KMU zusammen und bilden das zu einem Konglomerat bilden. Das passiert im Luxussegment, das passiert in der Maschinenindustrie. Die holen also Eigenkapital nur zum mehr zusammenramschen, genau gleich wie bei den Immobiliengesellschaften, die dann eigentlich nur Geld holen, um mehr zusammenramschen. Also das ist eben genau nicht das produktive Kapital, das du meinst, wo ich ja völlig mit dir einverstanden bin, wo nicht Innovationen, sondern eigentlich das Gegenteil von Innovationen mit sich bringt und sogar noch die Innovationen irgendwo abklemmt. Und da finde ich schon, muss man dann schon die Relationen bewahren, wenn man da quasi eine Steuersubvention gibt. Es ist sicher nicht so, dass man ganz grosse Immobiliengesellschaften muss unterstützen, auch nicht Beteiligungsgesellschaften. Und wenn, muss man für Start-ups selber etwas machen. Und da können wir gerne zusammen am Tisch sitzen, das weißt du, und sagen, so, jetzt lösen wir gewisse Rahmenbedingungsprobleme von Start-ups. Und ich will auch noch sagen, zum Beispiel KMU, dass sie Rückstellungen machen für Krisenzeiten. Das habe ich verlangt und hat das Parlament abgelehnt. Genau gleich, wie ich verlangt habe, dass Start-up-Mitarbeiterbeteiligungen anders steuerlich. Hat mir das Parlament abgelehnt. Also der Handlungsbedarf, wenn man will, Start-ups fördern, ist wirklich an einem anderen Ort. Und da geben wir einfach, was in der jetzigen Zeit nicht adäquat ist und auch ein bisschen unser tariertes Steuersystem noch mehr aus der Balance bringt, wo wir eigentlich in den letzten 25 Jahren immer mehr übergeschoben haben auf den normalen Lohnempfänger. Und ich finde, jetzt kommt der mit dem Lohnausweis mal dran. Aber ja, ich muss jetzt aber gleich widersprechen bei dieser allerersten Ausgang. 50% sind grosse betroffen. Nein, 50% von der Summe von diesen 250 Millionen kommen von gross. Aber das ist klar, grosse Unternehmen haben auch grössere Summen. Aber von diesen 2000, auf die Zahl haben wir uns geeinigt, sind 1950 eben nicht grosse. Und in der Anzahl sind halt sehr viel mehr KMU betroffen. Und für sie macht es etwas aus. Und nicht nur sind es wenig. Natürlich sind es nur 0,3. Aber es sind genau die, wo man jetzt abstraft, wo bereit sind, Kapital zu investieren in ihr eigenes Unternehmen. Das ist doch total eine Verzerrung. Fremdkapital kann man im Moment, das Geld sitzt relativ locker, Zinsen sind tief, die kann man dann auch noch abziehen von der Erfolgsrechnung. Aber die, wo bereit sind, ihre Unternehmung Kapital nachzuspritzen, genau die 1950, die trifft es dann. Das tut denen weh. Ich habe dir nochmal gesagt, erstens mal sind wir gross geworden. Und zwar über 100, das ist 1917 eingeführt worden, das sind jetzt über 100 Jahre, wo wir die Emissionsabgabe haben. Und es war nicht der Innovations- und der KMU-Killer gewesen. Damals war sie noch viel höher gewesen, 3%. Das ist auch nicht die von den drei, die am meisten einschenken. Ja, genau. Oder es ist 3% von, damals noch ohne Freibetrag. Also wir sind wunderbar gross geworden. Die grossen Wachstumsphasen und so haben wir alles gehabt mit dem. Jetzt haben wir sie runtergetan und der Freibetrag massiv hochgetan. Für Sanierungen ist er sogar 10 Millionen. Und jetzt kommt man und tut so, wie wenn jetzt das der KMU-Killer wäre. Ich sage ja gar nicht, KMU sei nicht betroffen. Du hast recht, wenn du sagst, von diesen 2000, auf die Zahl haben wir uns geeinigt, eben von 600'000, sind die Hälfte von der Summe ist für die ganz Grossen und eben die, die ich erklärt habe, die jetzt nicht produktiv sind und die anderen. Und dann verklärst du das natürlich, ich habe es vorher schon mal erklärt. Keiner würde das Eigenkapital erhöhen in einer Krisensituation, er würde immer ein Unternehmens-, ein Aktionärsdarlehen geben. Warum? Weil ein Aktionärsdarlehen, das kann ich einfach überschieben, ich mache ein Formular, so und so viel zu dem und dem Zins. Nullzins ist verboten. Und nachher mache ich Enter und mache eine Banküberweisung. Wenn ich das Eigenkapital erhöhe, dann gehe ich zum Notar, dann gehe ich ins Handelsregister, dann muss ich alle Aktienbücher ändern und so weiter. Das ist ein riesen Aufwand. Und nachher
habe ich mein Kapital gebunden in der Firma und kriege es nicht mehr raus. Hingegen ein Darlehen, das kann man dann wie quasi die Firma kann das abstottern und zurückgeben. Darum ist das, wenn man jetzt schon das im Kontext von der Krise irgendwo setzt, dann würde ich immer eine Firma retten als Eigentümerin. Also immer und jeder. Und wie erklärst du kannst keine dir denn die 1950 KMU im Jahr, die es gleich machen? Das sind gar nicht so KMU. Und wie erklärst du, man hat ja sehr schön gesehen, auch nach der Finanzkrise, oder? Die Zahlen sieht man. Die Zahl von 250'000, die schwankt ein bisschen. Oder? Die ist ja im Moment noch ein bisschen niedriger, sie ist aber auch schon 400'000 gesehen. Man hat ja auch sehr schön gesehen, in den Jahren 2009, 2010, so nach der Finanzkrise, dann hat ja das zugenommen. Das ist ja dann, wenn die Unternehmen sagen, okay, aber jetzt müssen wir Gas geben. Du tust ja so, als gäbe es gar kein Unternehmen, das das machen. Doch. Aber das sind ja jedes Jahr im Schnitt. Weißt du, wer ist das? Und das kannst du schauen. Da kann jeder nachschauen, jeder Zuschauerin, Zuschauer. GDI OTC-X, das ist der außerbörsliche Eigenkapitalmarkt. Und was wird man dort antreffen? 90% von denen, die dort überhaupt Geld bekommen, sind Kleinbanken. Das sind von mir aus KMU. Kleinbanken, weil die müssen, wenn die zum Beispiel Klientis Bank Oberutzwil, oder? Wenn die gehen, Hypotheken vergeben, muss sie wegen der FINMA Eigenkapital unterlegen. Und die holt dort fleissig alles Kleinbanken. Hui, es gibt ja Kleinbanken in der Schweiz, habe ich auch müssen lernen in dieser Zeit. Und es sind Bahnunternehmen. Das sind alles Bahnunternehmen. Dort haben wir aber eine Tradition in der Schweiz, dass man dort Eigenkapital gibt, weil man weiss, ich kann dann die Aktien, die ich gegen Kapital gebe, nachher wieder auf dem OTC-Markt wieder verkaufen. Und das betrifft, und darum sind es fast nur, kann jeder anschauen, nur Bahnen und Banken. Und dort weiss man auch, bei den Bahnen steht ja der Staat dahinter. Und da weiss man, das ist eine sichere Sache. Aber man kann und von dort her kommt die Menge von anderen. KMU, die keine Bahn sind und keine Kleinbank, die Kapital in ihr eigenes Unternehmen gesteckt haben. Ich kenne die persönlich. Aber natürlich gibt es das in Einzelfall. Aber auch die sind mit dieser 1%-Lohnsumme, es ist im Vergleich zu der Lohnsumme ein nichts und das ist nicht, wir haben nicht den Handlungsbedarf aber für das. Badran, und nachher mussten das wieder die normalen Leute, weil für die Beizer, für ganz viele KMU ist es entscheidend, ihre Existenz, wie viel Geld haben die Leute im Sack und wie viel können sie ausgeben in der Beiz oder fürs Langwochenende im Hotel oder fürs Fitnessabo. Stopp, ich will jetzt einfach noch kurz das Argument, das immer kommt, es sind vor allem die Grosskonzerne, die das machen, das haben jetzt auch sie enthärtet, das sind sie nicht. Oder? Weil die kaufen die momentan Aktien zurück. Also sie sagen, die was machen, sind Bahnen und Kleinbanken. Aber nicht jetzt die grossen Konzerne, die man jetzt immer vorführt, oder? Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich habe es ja vorher gesagt. Oder Immobilien. InnoInvest, NovaVest Immobilien AG, Fundamental Real Estate, aber Varia, nicht die grossen Konzerne wie Nestlé und Pharma-Riesen. Dann habe ich La Ligue Group, holt 48 Millionen Luxusgütersegment. Dann habe ich SF Retail Properties Fund, holt 53 Millionen, reine Immobiliengesellschaft. Dann habe ich Schroder, Immo Plus, Vermögensverwalter, reine holt 186 Millionen, das sind schon die. Die oberste Garde, ein Nestle, ein Roche und so weiter, also die ganz, das, was wir meinen, sagen Grosskonzern, ja. Oder? Genau. Die kaufen im grossen Stil Aktien zurück, seit Jahren. Die machen das Gegenteil von emittieren. Und dann kommt eben aber die zweite Garde, oder? Die, die kaum jemand kennt, Namen, die man nicht kennt, die, die ich jetzt runtergelesen habe. Dort ist recht fleissig. Oder ein Balwas, der ihren Immobilienfonds an die Börse bringt und so. Das sind natürlich schon eben die grossen. Und bei den kleinen eben sind es, wie ich es erläutert habe, hunderte oder Kleinbanken und Bahnen, die eigentlich Eigenkapital haben. Natürlich kenne ich auch Leute, also wir haben in der Schweiz 1950 Unternehmen aus der Bahn und aus den Kleinbanken, die jedes Jahr Kapital aufnehmen. Also, ja, natürlich. Das sind ja jedes Mal die sind Investitionen. Die sind so, nicht so jedes Jahr die gleichen. Hat ja nicht mal die Schweiz. Oder? Sind jedes Jahr die gleichen? Bahnen sind sehr investitionsintensiv. Bahnen, also Sie können ja schauen, die Luzerner Bahnen, alle Bahnen sind dort auf dem OTC-Markt. Kann man anschauen. Und die sind sehr investitionsintensiv, oder? Und die kriegen dann von der Bank einen Kredit und dann sagt die Bank, du musst aber das noch unterlegen mit Eigenkapital und dann gehen sie auf den OTC-Markt. Genau das Gleiche mit den Kleinbanken, wo wir hunderte davon haben, die das müssen aus FINMA, also von der Finanzmarktaufsicht, ihre Hypotheken, die sie vergeben, unterlegen mit Eigenkapital, darum holen die auch fleissig.
Frau Bell, ich möchte noch einen anderen Aspekt reinbringen, was auch immer im Raum steht, auch als Vorwurf ist, dass man die Stempelabgaben, so wie sie jetzt zusammengesetzt ist, hat man auch immer gebracht, als quasi ein Deal im Zusammenhang, wo man aus der Wurst Mehrwertsteuer gemacht hat. Das war ein langer Prozess, gewesen, x-mal gescheitert. Und dann hat man gesagt, okay, zum Ausgleich kommen die verschiedenen Stempelabgaben. Und da hat man das so gemacht. Da mögen sich die einen noch daran erinnern, die anderen vielleicht nicht. Und jetzt kommt man von dieser Vereinbarung, von dem Vertrag, wie wir dann sagen wollen, kommt man jetzt ab und sagt, jetzt nehmen wir sie weg. Ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man präzise bleibt und auch die Stempelabgaben ein bisschen auseinanderhält. Ja, ich bin ja bei dem Kompromiss nicht dabei. Es ist nur ein Teil, oder? Ich dazu. Und wir haben den Stempel, gewisse Transaktionen im Finanzbereich sind nicht mehrwertsteuerpflichtig, andere Dienstleistungen schon. Und die zahlen halt einfach den Stempel, oder? Der steht ja gar nicht zur Diskussion. Wir reden jetzt nur von der Emissionsabgabe. Ich habe das Protokoll gelesen von 1917. Das ist nämlich dort, wo die Emissionsabgabe zur Diskussion gestanden ist. Da haben wir Krieg gehabt und wir haben einfach schnell, die Schweiz hat schnell Geld gebraucht. Und ich kann Ihnen sagen, aus diesem Protokoll kommt klar hervor, die Bürgerlichen haben nicht besonders Freude gehabt, haben gesagt, wir müssen jetzt pragmatisch bleiben. Die SP war dagegen, hat den Abstimmungskampf geführt gegen die Emissionsabgabe, weil sie gesagt haben, wir wollen lieber eine Bundessteuer. Wir wollen die Bundessteuer nicht fördern. Gut, die Emissionsabgabe ist durchgekommen, die Bundessteuer ist lange nicht gekommen. Wo die dann aber gekommen ist, hat man es versäumt, die Emissionsabgabe abzuschaffen. Die Emissionsabgabe ist auch so lange umstritten, wie es sie gibt. Weil man hat, das ist die allererste Bundessteuer gesehen, die man überhaupt hat in der Schweiz. Das hat es vorher nicht gehabt. Vorher ist die Hoheit der Steuern ausschließlich bei den Kantonen gesehen. Und wenn man schon die Historie bemüht, dann muss man sagen, man hätte zum Zeitpunkt der Einführung der Bundessteuer, zuerst hat sie Wehrsteuer geheissen, dann ist sie transformiert worden, hätte man müssen die Emissionsabgabe abschaffen. Und dass man sie jetzt vermengt in den Kompromiss vom Finanzplatz und vom Stempel, ich finde es zumindest fragwürdig. Ja. Nein, also, das war eine klare Sache gewesen. Oder kaum eben Zusammenbruch vom Ausspruch, die Politik hat gekehrt. Früher hat man die Nachfrage, also der Konsument und die, die von Lohn und Renten leben, gestützt. Und dann hat man angefangen, die Unternehmen stützen à tort ou à raison. Und dort war 1993 ein Kompromiss. Dreimal ist die Einführung der Wurst auf die Mehrwertsteuer, also Wechsel vom System von der Warenumsatzsteuer in die Mehrwertsteuer durch die Bevölkerung gegangen. Warum? Weil die Sozialdemokraten dagegen waren, weil wir nicht haben wollen. Es ist quasi eine Kopfsteuer, die Mehrwertsteuer wirkt halt so. Und wir eben immer gekämpft haben dagegen, dass die Löhne belastet werden mit Abgaben und Steuern. Und dann hat man gesagt, also gut, wir lenken die. Zu dieser Zeit, 1993, ist der Bloch gekommen. Ja, jetzt wollen wir da den Stempel abschaffen. Und da gibt es ganz lustige Filme. No? Und nachher hat man gesagt, okay, das wird dann gefunden, wir schwenken ein. Auf die Mehrwertsteuer, aber und der Finanzbereich, der ganze, mehr oder weniger der ganze Finanzbereich, kriegt keine Mehrwertsteuer. Die müssen also nicht Mehrwertsteuer zahlen. Dafür lassen wir die Stempelabgaben auf Versicherungsprodukte. Oder? Das ist jetzt 5%. Wir zahlen 7,7% bei jedem Mal. Also wir zahlen jeden Tag 5 Mal pro Tag irgendwie Mehrwertsteuer mindestens. Und hat man das eigentlich klar, der Kompromiss? Kaum ist der Kompromiss geschlossen worden und nach 3 Mal Nein der Bevölkerung hat die Bevölkerung Ja gesagt. Dann hat man angefangen, den Stempel, den man vorher zwischen 1917, dieser Historie, und 1993 7 Mal verschärft hat, hat man einfach 13 Mal abgebaut. Und jetzt sind wir, also das hat man geschliffen. Zum Beispiel hat man die Emissionsabgabe auf Fremdkapital abgeschafft, auf den Obligationen. Null Wirkung, völlig verpufft. Man hat den Satz runter, den Freibetrag auf. Teilweise zu Recht, oder? Ich will das gar nicht kritisieren, aber das ist der Fakt. Und parallel dazu hat man die Mehrwertsteuer immer angefangen, ganz viele andere Sachen finanzieren über die Mehrwertsteuer, die eigentlich sachfremd ist. Und darum haben wir eine Mehrwertsteuer immer aufgetan. Und jetzt werden wir wieder vor einer Mehrwertsteuererhöhung, um irgendwie, und das hat Ueli Maurer deutlich gesagt, Corona-Krise finanzieren wir, indem wir die Mehrwertsteuer aufgetan. Und gleichzeitig tut man so eine Steuer weg, die so marginal ist,
eben nochmal die Industriezölle noch abgeschafft und so weiter. Also die salamiweise Abbau, also Entlastung von Kapital, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, und das permanente Belasten der Löhne, das ist volkswirtschaftlich nicht gescheit, weil 62% von unserer Wirtschaftsleistung kommt aus dem Konsum der privaten Haushalte. Und man muss, wenn man die Volkswirtschaft stärken will, gerade jetzt in der Krise, Beizen, Dinge, Hotel und so weiter, dann muss man die Einkommen stärken und nicht das Gegenteil machen. Also jetzt einen direkten Zusammenhang machen zwischen den 250 Millionen Emissionssteuer und der Erhöhung der Mehrwertsteuer, ist also schon ein grosser Sprung, oder? Also, ja. Nein, das ist nicht der Grund, wirklich nicht. Und weißt, die 250 Millionen, wenn ich jetzt, ich bin noch nicht lange im Parlament, oder ich bin ja wirklich ein absoluter Junior im Vergleich, aber wenn ich jetzt gesehen habe, wie grosszügig das ihr sind im Parlament mit Ausgaben und was wir alles subventioniert haben und letztes Jahr auch noch die Abpflanzung von Zuckerrüben in der Schweiz oder mit, was weiß ich, 50 Millionen, die du ja unbedingt hast wollen, dann muss ich sagen, ja, aber da könnte man auch jetzt mal ein bisschen Balance halten zwischen Ausgaben und Einnahmen. Also die 250 Millionen verdreht also schon noch. Ich will noch schnell zum Abschluss ein Argument bringen, das der Bundesrat auch immer bringt. Das ist der internationale Steuerwettbewerb, wo die Schweiz drin ist. Das auch die Steuerharmonisierung, die von der OECD ist. Und wo man sagt, das ist ein wichtiger Punkt für die Schweiz, für die Attraktivität des Schweizer Standorts. Und darum setzt sich der Bundesrat und das Parlament für die Abschaffung ein, Jacqueline Badran. Lassen Sie das Argument nicht gelten? Ja, ich weiss nicht genau, wem das der Ueli Maurer so eingeflüstert hat, weil das stimmt einfach nicht. Weil von dieser Mindestbesteuerung sind Unternehmen betroffen mit mehr als 750 Millionen Euro Umsatz. Wer ist das? Ein Nestle, ein Roche, ein UBS, ein ABB etc. Wirklich die Grosskonzerne, die global tätigen. Das sind die betroffen sind von dieser Mindestbesteuerung. Und das sind die genau keine Emissionsabgabe zahlen. Das sind die Aktien momentan zurückkaufen. Ja. Genau, ja, also seit Jahren Aktien zurückkaufen, und zwar in Milliardenbeträgen. Und eben das Gegenteil machen von emittieren. Die zahlen keine Emissionsabgabe. Und darum kann das wie kein Kompensationsgeschäft sein. Oder für also die OECD. Investition in Zukunft so wie, ist es nicht. Ja, also der Chef der Steuerverwaltung hat so an der Medienkonferenz so gesagt, ja, also aber die Grosskonzerne, die kaufen die Aktien zurück. Er hat das also selber gesagt, er weiss, dass das nicht stimmt. Also die Investition in Zukunft, wie das ja als Argument immer wieder auch gebracht wird von eurer Seite, nämlich die Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Das kostet uns zwar am Anfang vielleicht die 250 Millionen, aber in Zukunft wird sich der Schritt rechnen. Ja, also bei der OECD-Steuer muss ich also tatsächlich sagen, für mich besteht jetzt hier kein direkter Zusammenhang, oder? Aber es ist einfach ein bisschen widersprüchlich bei eurer Kampagne, weil monatelang sagen ihr, die Nord-Grosskonzerne profitieren von der Abschaffung von der Emissionssteuer, und dann sagen ihr, ja, die Grosskonzerne haben ja gar keine Emissionssteuer. Also, da würde ich vielleicht auch das Narrativ noch ein bisschen überprüfen, aber ich muss sagen, da bin ich wirklich auf dieser Seite, es sind nicht die gleichen Unternehmen. Also, das ist unterschiedlich. Nichtsdestotrotz, wir stehen im internationalen Steuerwettbewerb. Das ist ein Fakt. Und wir müssen einfach ein möglichst freundliches Umfeld schaffen für Unternehmen, für Grossunternehmen, für mittlere Unternehmen und auch für Start-ups. Weil die profitieren voneinander. Die Grossen brauchen die Kleinen und die Kleinen brauchen die Grossen, weil die brauchen die Kunden. Und insofern finde ich es richtig. Jacqueline Badran hat es bestätigt. Wir haben Zuwachs, wir haben Zuwanderung von Unternehmen in die Schweiz. Und das haben wir mitunter, weil wir halt einfach die Steuerimpulse auch gemacht haben. Ich glaube, die lohnt sich. Nochmal, jede Steuer muss man sorgfältig analysieren. In dem Fall bin ich der Meinung, die bringt positive Effekte. Am Schluss von unserer Sendung, Judith Belesch, wenn Sie jetzt müssten den Gegnerinnen von dieser Abschaffung sagen, bei einem Punkt, mal, mit dem gehe ich einig, da könnte ich euch unterstützen. Welcher wäre das? Oh, ich habe jetzt aber ganz viele Sachen gesagt, wo ich einverstanden bin. Also zum Beispiel eben der Loop, den man macht mit der OECD-Steuer. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kreativ. Gut, und wenn es einen Punkt gibt, der für die Abschaffung würde, sprechen würde, wo Sie könnten unterstützen, Jacqueline Badran, welcher wäre das? Ja, ich gehe mit der Judith Belesch einig, dass es nicht schaden würde, wenn man Rahmenbedingungen für Start-ups verbessert.
Aber das hat nichts mit der Emissionsabgabe zu tun. Es sind ganz andere Punkte, die wir schauen müssen. Zum Beispiel dritte Runde Finanzierung, dass wir Fonds haben, die tauglich sind für Risikokapital. Das hat das Parlament auch nicht wollen. Und da freue ich mich, wenn wir wirklich dann im Ball zusammensitzen und ein Päckchen schnüren, parteiübergreifend, um das zu helfen. Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, für Ja oder Nein zu dieser Emissionsabgabe, oder? Nein, weil sie sagt, oder, das hilft den Start-ups. Ich behaupte, es ist eine Marginalie, die 1%, aber ich bin mit ihr 100% einig, dass wir Defizit haben in diesem Bereich. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass wir ein austariertes System brauchen und sowohl Kapital wie auch Arbeit. Jeder Produktionsfaktor soll an die Finanzierung des Gemeinwesens ausgewogen beitragen und eben nicht so kippen. Und ich glaube, dass mein Papier ist auch. Gut, also wir lassen es hier stehen. Am 13. Februar wissen wir mehr. Vorerst ganz herzlichen Dank, Judith Bellisch, Jacqueline Badran, für den Besuch bei uns in der Sendung. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Pro und Contra zu der Abstimmung über die Abschaffung der Emissionsabgabe diskutiert haben die beiden Zürcher Nationalrätinnen, Jacqueline Badran von der SP und Judith Bellisch von der GLP. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Jetzt dann gerade TLZ aktuell. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Unterhaltung. Auf Wiedersehen miteinander.